Was macht die A&M eigentlich genau anders gegenüber anderen Marktteilnehmern? Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Also ein wichtiges Thema, solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Lass uns aber auf jeden Fall schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist wie immer Nico Becker. Ich habe mir heute den Saad Chamo an meine Seite geholt. Und wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, was natürlich viele, ja, ich sage jetzt mal Interessenten wahrscheinlich interessiert. Und zwar, was macht die A&M überhaupt anders? Wir sind jetzt Anfang 2024 an einem Zeitpunkt angekommen, wo das Thema Online-Agentur für Personalgewinnung, für Neukundengewinnung nichts Neues mehr ist. Das war vor 5 Jahren noch ein bisschen anders, als wir ja sozusagen Vorreiter in diesem Markt waren und auch immer noch sind. Aber es sind jetzt halt viele Leute in diesen Markt reingekommen. Und die Frage ist dann natürlich, okay, was macht die A&M an der Stelle anders im Vergleich zu anderen Agenturen? Und die erste Sache will ich dir da auf jeden Fall schon mal mitgeben. Und zwar ist es die bloße Zeit, die wir jetzt in diesem Markt schon drin sind. Wie gesagt, wir sind und waren Vorreiter in diesem Markt. Das heißt einfach nur übersetzt, wir haben extrem viele Erfahrungen gemacht, die natürlich andere Marktteilnehmer in einem Jahr oder in anderthalb Jahren noch nicht sammeln konnten. So, und das kristallisiert sich immer so heraus, dass wir natürlich viele Prozesse, wenn es jetzt um die Lead-Verarbeitung geht, um die Kundenbetreuung geht, viele Prozesse einfach schon auf unsere Partner abgestimmt haben. Und das fängt zum Beispiel bei uns an mit einer Vorqualifizierung, die wir für unsere Partner machen. Weil wir sind nicht mehr so, dass wir nur noch Anfragen generieren, die einfach nur an unsere Leute oder an unsere Partner schicken, sondern wir qualifizieren diese Anfragen vor. Bedeutet, du als potenzieller Partner von der A&M, du als Fachhändler oder Handwerker, du musst diese nervigen Gespräche nicht mehr selber führen. Wir haben Tausende und Abertausende Gespräche schon geführt. Wir können da mit unseren Partnern auch immer interagieren, was soll am Telefon besprochen werden. So, und haben da eben die Möglichkeit, zum Beispiel über Budgets zu sprechen. Also du kriegst wirklich nur Leute an die Hand, die zum Beispiel auch eine gewisse Budgetbereitschaft mitbringen. So, das können wir vorher alles abklären. Das können wir nur, weil wir da schon eine gewisse Expertise haben, weil wir schon eine gewisse Anzahl an Fachhändlern auch einfach betreut haben. Und ja, das spielt sich schon mal da wieder, dass wir wirklich verstanden haben, was ist ein qualifizierter Lead, was ist kein qualifizierter Lead. Ganz wichtig ist auch, dass wir verstanden haben, wie wir eine Marke aufbauen können hinter der Lead-Generierung. Dieser ganze Markt von Lead-Generierung, der ist ja mal so gestartet irgendwann, dass es wirklich nur darum ging, Anfragen zu generieren, die ich irgendwie in Aufträge umwandeln kann. Alles schön und gut, kann auch funktionieren. Aber wir sind jetzt 2024 an einem Punkt, wo jeder Betrieb auch für sich selber, für sein Unternehmen, für seine Marke Werbung machen sollte. Und da haben wir von Anfang an ein Konzept entwickelt, was beide Seiten quasi gleichzeitig abdeckt. Also du kannst für einen vernünftigen Preis, für einen sehr guten Preis Anfragen einkaufen, gleichzeitig aber für dich und dein Unternehmen Werbung machen. Und meistens ist es so, dass nur eins von den beiden Sachen abgebildet wird. Bei der A&M hast du quasi beides in einer Hand und logischerweise auch in einer Betreuung. Wir kommen später nochmal zu dem Thema Kundenbetreuung. Jetzt wollen wir aber natürlich erstmal auf das Herzstück eingehen bei der A&M und das ist natürlich das ganze Marketing. Da hat der Kollege aber wesentlich mehr Infos für dich. Ja, ich habe früher öfter gehört, warum soll ich der A&M vertrauen? Und abgesehen von der Expertise hast du hier natürlich den Vorteil, dass es nicht die Expertise von einem Einzelnen ist, sondern wir sind mittlerweile 50 Leute im Unternehmen und das ist natürlich für dich, abgesehen mal von der Expertise, natürlich auch irgendwo Luxus, weil viele stellen sich ja die Frage, soll ich nicht jemanden bei mir selber im Marketing einstellen? Das hört man ja immer wieder. Aber oder warum sollte ich euch vertrauen? Du hast hier einfach ein großes Marketing-Team dahinter, welches auf dich keine Auswirkungen hat, wenn intern jemand Urlaub hat, wenn intern jemand krank ist, wenn intern jemand ausfällt. Das spürst du gar nicht. Es ist immer jemand für dich da. Wir haben genügend Kundenbetreuer, wir haben genügend Marketing-Experten, wir haben Spezialisten auf jeden Bereich. Also was uns halt besonders macht, ist, dass wir viele ja, wie soll ich das nennen, Abteilungen haben, die jeweils auf ihre einzelnen Bereiche spezialisiert sind. Und diese Expertise merkst du von vorne bis hinten. Ja, was uns im Marketing auch von vielen anderen Unternehmen unterscheidet, das können wir ganz offen sagen, ist natürlich das System dahinter. Wir arbeiten nicht mit irgendwelchen gekauften Produkten. Bei uns werden viele Softwares, eigentlich fast jede, mit der wir aktiv nutzen, die wir auch für unsere Partner einsetzen, selbst programmiert mit Entwicklerteams dahinter. Das macht uns die Messung dahinter sehr, sehr leicht. Das ist vor allem in einer Welt, wo der digitale Fußabdruck sehr wichtig ist. Also sprechen wir jetzt mal von Meta, also Facebook, Instagram, Pixel und wie verarbeitet man diese Daten? Weil wir haben ja den Vorteil oder
gegenüber vielen anderen Agenturen, dass wir uns auf eine einzige Branche spezialisiert haben. Das heißt, unsere Partner alle haben dieselben Kunden letztendlich. Und das macht uns in der Verarbeitung dieser Daten das Leben ja ein bisschen leichter, weil wir genau wissen, wen wir targetieren müssen. Wir müssen nicht bei jeder Kampagne neu ansetzen, sondern wir haben viele Erfahrungen in diesem Bereich. Wir haben Marketing-Schablonen quasi schon, die in sehr, sehr vielen Regionen in Deutschland funktioniert haben. Und letztendlich hast du diesen Vorteil, den du nutzen kannst. Und ja, das ist für dich letztendlich vielleicht nicht im ersten Moment spürbar, weil wir ja die Arbeit dahinter machen. Aber das ist ja dein größter Vorteil. Du willst ja zu einer Agentur gehen oder jemanden im Marketing haben, wo du sagst, ja okay, das bin ich, was soll ich machen? Und da übernehmen wir alles dahinter, sei es die Auswertung des Marketing, die Qualifikation, was du erwähnt hast. Also du hast bei uns einfach das Komplettpaket von A bis Z und da helfen wir dir natürlich. Kundenbetreuer hast du noch angesprochen? Genau, Kundenbetreuung kommen wir gleich zu. Ich will noch ein Thema zu dem ganzen Thema Schablonen ergänzen. Weil es ist ja oftmals so für eine Agentur oder viele Agenturen, die haben dann große Kreativprozesse und bauen da schöne Sachen zusammen. Will ich auch gar nicht sagen, dass das nicht funktioniert, aber ich stelle da immer eine Gegenfrage. Und zwar die Frage ist, warum kaufst du dir ein Auto zum Beispiel bei Mercedes, bei BMW? Du kaufst es dir, weil es immer gleich produziert wird. Du weißt, dass das erste Auto, was da vom Band läuft, genauso funktioniert wie das 100.000. Auto, was da vom Band läuft. Und du setzt dich letzten Endes rein und ja, wenn du 200 km/h fährst, dann vertraust du dem Ganzen ja auch ein bisschen dein Leben an. Und ich will jetzt gar nicht so drastisch werden, aber bei uns ist letzten Endes genauso. Du hast einen Prozess, der funktioniert, weil er dutzende Male getestet wurde und immer wieder auf die gleiche Art und Weise zusammengesetzt wird. Es ist quasi wie ein Auto, wo du weißt, okay, ich kann das jetzt machen, ich kann das nächste Mal das genauso machen und es funktioniert einfach. Du musst da mit deinem Geld nicht mehr groß experimentieren, weil es einfach ein Produkt ist, was fertig ist, was benutzt werden kann, womit du quasi, um beim Auto zu bleiben, losfahren kannst und was so einfach ja fertig ist, was man, wie gesagt, benutzen kann. Ich wollte noch was zum Thema Kundenbetreuung sagen, weil das nächstgrößere Puzzlestück bei uns bei der Agentur ist natürlich auch das Thema Kundenbetreuung. Wir haben mittlerweile 600 bis 700 Kunden, betreuen die jetzt schon über ein paar Jahre, das werden natürlich auch immer mehr. Und wir haben Kundenbetreuer, die regelmäßig mit diesen ganzen Kunden sprechen. So, jetzt kannst du dir vorstellen, bei 700 Kunden, die man ein paar Jahre betreut, dass da einige Gespräche zusammenkommen. Und der Mehrwert, den du als Kunde bei der A&M dadurch einfach bekommst, sind die Gespräche an sich. Ja. Du hast da jemanden sitzen, der hat, nach meiner Einschätzung, so habe ich es zumindest schon mal mitbekommen, mehr Erfahrung in diesen Branchen als manche Geschäftsführer, die gerade erst neu gegründet haben, als dein Ansprechpartner. Und ich habe das schon so oft mitbekommen, dass ich in Gesprächen saß und Kampagne läuft alles, wir haben darüber gesprochen, alles gut. Und ich habe einfach ja ein bisschen Wissen ausgetauscht, was ich von anderen Partnern quasi aufgeschnappt habe, was ich vielleicht bekommen habe in anderen Gesprächen. Natürlich ist es nicht so, dass wir jetzt hier ganz viele Tricks untereinander austauschen. das nicht, aber du hast einfach einen Kundenbetreuer oder eine Kundenbetreuung, die extrem tief in der Materie ist. Die machen nichts anderes, als sich mit diesen Branchen auseinanderzusetzen. Und die können dir, selbst wenn du keine Kampagne bei uns hättest, so viele Tipps an die Hand geben, die man sofort umsetzen kann, um mehr Umsatz zu machen oder mehr Mitarbeiter zu bekommen. Also bei uns ist es einfach so, wir sind mit am längsten am Markt, wenn es jetzt nur darum geht, wirklich als Marketingagentur in der Lead-Generierung unterwegs zu sein. Wir haben zahlentechnisch die größte Kundschaft, also in der Anzahl gemessen einfach an Kunden. Und was ganz wichtig ist, wir haben in den letzten Jahren daraus unsere Learnings gezogen im Bereich, wie gesagt, im Umgang mit Anfragen, im Marketing, in der Softwareentwicklung und in der Kundenbetreuung. Wir haben eine Software, die man so wahrscheinlich nicht nachbauen kann, die nur explizit für diesen einen Use Case gebaut ist. Und daran kann sich jeder, wie gesagt, anschließen, ohne große Experimente machen zu müssen. Er kann einfach Teil von dem Ganzen sein, indem er Kunde bei uns wird und Partner wird. Genau, das bringt es, glaube ich, auf den Punkt. Oder habe ich irgendwas vergessen? Also man kann nur noch ergänzen, du hast ein schönes Beispiel mit den Autos gebracht. Deswegen sind wir auch TÜV zertifiziert, genau. Seit 3 Jahren. Also das heißt auch für dich natürlich, ja, TÜV hat ein Qualitätssiegel. Das spricht für unsere hohen Standards, die immer gleich gehalten werden. Das wollte ich nochmal ergänzen. Genau, das ist ein gutes Schlusswort. Dann danke ich dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.